Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier beim Thief Simulator. Im letzten Part haben wir ein Fenster bei den Lombardis angeschlagen, fanden die offensichtlich nicht so geil und deswegen mussten wir uns dann, wie es sich für einen Fuchs gehört, hier in so einem Mülleimer verstecken. Aber offensichtlich werden wir jetzt nicht mehr gesucht. Bedeutet, wir können hier jetzt eigentlich raus. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, da rauszugehen, während da gleich jemand langläuft. Das könnte Fragen aufwerfen, wenn ich hier einfach so aus dem Mülleimer raufkletter, während da noch Personen herumwurscheln. Ah, warte, gleich ist er weg. Oh, oh, oh. So. Okay. Ist doch ganz gut geworden, würde ich sagen. Die Mission können wir, glaube ich, als erledigt abhaken. Tja. Wir fahren jetzt erst nochmal wieder nach Hause. So. Und kehren dann bald wieder zurück. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir können aufleveln, wir können Zeug verkaufen. Und uns dann anschauen, ob es weitere Missionen gibt. Oder ob wir einfach mal Freestyle einbrechen. Kann man natürlich auch mal machen, ne? Nach Hause bitte. Ah, nebenbei habe ich hier köstlichen Kamillentee. Oh, Winnie. Oh, Winnie. Oh, Mann, du. Okay, was willst du denn wieder? You need to learn how to deal with standard locks. Okay. Ja, gut, klare Ansage, ne? Lerne Schlösser knacken Level 2, stiehl Sachen, um dein Level zu erhöhen. Okay. Wie sieht's denn aus? Skillpunktmäßig kann ich schon. Benötigt Level 6. Okay. Wir sind erst Level 3. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen was machen. Ziegel werfen. Beweglichkeitsstufe 1. Hä? Was ist das? Mehr Gegenstände vor Ort begutachten. Ja, dann fangen wir doch mal damit an. Normale Schlösser mit einem Dietrich. Level 1. Lernen. Oh, das war doch genau das, oder nicht? Ich würde sagen, das habe ich schon. Öffne das Standard-Trainingsschloss. Aha, nun dann mal los. Stufe 2. Interagieren. Oh, ich benötige ein richtige Dietriche. Oh, okay. Wir brauchen bessere Dietriche dafür. Mit dem Standardkram, den wir bis jetzt hatten. Und doch, geht nicht. Dort reicht nicht mehr. Guten Tag. So, Dietriche. Oh, die kosten schon ein bisschen mehr. Die kosten schon 70. Nehmen wir mal 3 mit, weil die halten da auch nicht ewig. Das ist das Problem. Lass uns ruhig mal gönnen. Auch wenn das jetzt ein bisschen teuer war. Dietriche. Verwende einen Dietrich, um einfache Schlösser und Standardschlösser zu öffnen. Drücke die Tasten genau dann, wenn der Stift ganz unten ist. Okay, wir werden das schon noch rausfinden. Auf geht's. Wir öffnen jetzt mal das Standardschloss. Okay. Mit S geht's runter. Ah. Was muss ich denn drücken? Ich muss dann irgendeinen Knopf drücken. Ah, okay. I see, jetzt verstehe ich, wie es klappt. Aber ich glaube, die können nicht kaputt gehen, oder? Da hätte vielleicht doch noch einer gereicht. Yo, Winnie, alter Mann. Ich habe keine Zeit, heute mit der Xbox zu spielen. If it ain't broke, fix it with a crowbar. Word on the street is the toilet in Greenview 113 is not broke. Ist doch gut, oder nicht? Hä? Mach die Toilette in 113 kaputt. Kaufhinweise als Hilfestellung. Warum soll ich die Toilette kaputt machen? Was seid ihr für Verbrecher? Ja, mach mal bitte die Toilette von meinen Nachbarn kaputt. Die ist viel schöner als meine. Oh, okay, ja, wieso nicht? So, wir können ja mal Hinweise kaufen. Haben wir noch nicht gemacht, noch nie. Steal your forums. So, wo müssen wir hin? Ich habe mir die Nummer nicht gemerkt. Warte, nochmal gucken. 113, alles klar. Steal your forums, 113. Oh, zum Glück haben wir so viel Geld ausgegeben. Sicherheitstipp fürs Haus. Der Ersatzschlüssel zur Eingangstür befindet sich im Schlafzimmer. Routine der Bewohner. Von 9 Uhr morgens bis 2 Uhr nachmittags ist niemand zu Hause. Oh. Mögliche versteckte Beute. Im Wohnzimmer steht ein teurer Drucker. Oho.
Alles klar. Also von 9 bis 2 keiner da. Nur dann würde ich mal sagen, legen wir doch mal los, ne? Legen wir doch mal los. Der Ersatzschlüssel zur Eingangshalle, ach ja, das hatten wir ja schon. Alles klar, alles klar. So. Wir brauchen jetzt eigentlich hier nicht schlafen. Ne, wir schlafen im Auto. Viel besser. Wir schlafen im Auto. Das ist doch viel schlauer. Jetzt gehen wir noch eben schnell noch Zeug verkaufen. Euch Zeugen. Habe ich wieder was dabei eigentlich? Irgendwie ein Fernseher oder so? Muss ich mal gucken. Ne, wir haben nichts mehr. Nichts Schönes mehr. Und dann auf geht's. Erstmal zum Pfandhaus. Und danach gehen wir zu 113 und kundschaften mal vorsichtig auf. Igor! Hallo! Keine Gegenstände. Oh, ich war hier offensichtlich schon. Alles klar. Na dann. Doch, fahren wir wohl direkt zu 113. Ist jetzt nicht so, als würde ich mich drücken wollen oder so. Nee, nee, nee. So ist das nicht. So ist das nicht. Ah, auf jeden Fall, was ich vorhin erzählen wollte. Ich habe hier köstlichen Kamillentee. Richtig lecker. Tatsächlich bin ich jemand, der den auch mal so trinken kann. Aber man hat immer das Gefühl, man ist krank, wenn man ihn trinkt, oder? Tatsächlich bin ich ein bisschen krank, deswegen trinke ich ihn gerade in Massen. Oh, 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 was war das? Holy shit, das hat hoffentlich keiner gesehen. Alles wird gut, alles wird gut. Man muss sich einfach normal verhalten. Das ist das Natürlichste auf der Welt. Ich fahre immer so Auto. Da ist doch nichts dabei. Da ist doch nichts dabei. So, vorsichtig. Das ist die 113, okay. Lass uns mal hier in der Wiese parken. So, ich möchte jetzt gerne schlafen. Oh, dürfen wir hier nicht. Wir müssen auf einem Parkplatz parken, um zu schlafen. Mal sehen, haben die denn hier in der Nähe irgendwo einen Parkplatz? So, das ist schon ganz schön weit weg, also weiß ich nicht. Ich wende mal. C wechseln. Ach, das ist die Kamera. Ah, okay. Ich möchte jetzt gerne einfach schlafen. C, schleichen, Taschenlampe an, aus, rinn hier. Ich möchte einfach nur schlafen, interagieren. Ah. Das ist mein Lager. Ah, das ist ja cool. Das ist ja cool. Na dann, mehr Platz für mich zum Rumchillen, aber wird nix. Wir können ja nicht schlafen, ne. Wir müssen einen Parkplatz finden. Ah, guck mal, auf der Karte sind die eingezeichnet. Ich check's erst jetzt, hat zu lange gedauert. Alles klar. War ein bisschen peinlich, aber läuft jetzt. Man muss das ja erstmal raffen, dass die Parkplätze eingezeichnet sind, ne. Ich habe nicht so einen hohen IQ in Karten lesen, offensichtlich. Daran muss ich nur arbeiten. Im Auto schlafen. Bis um 9. So, eben kurz schlafen. So. Das ist auch gar nicht so weit. Deswegen lassen wir das Auto ruhig hier stehen am Parkplatz. Wieso nicht? So weit ist das ja nicht. Wir können aber schon mal den Kofferraum aufmachen. Das wird schon keiner klauen, unser Auto. Also, ganz ehrlich, so wie das aussieht, das klaut keiner. Ne? Hashtag Real Talk. So, nun gehen wir mal zu 113. Vorsichtig natürlich, in aller Ruhe. Wir wollen ja nie auffallen. Ganz entspannt. Moin. Kommen wir irgendwie rein hier? Oh ja. Okay. Einfach mal aufschließen hier. Okay. Wir sind drin. So, um 9 Uhr ist hier angeblich keiner mehr zu Hause. Das Fenster ist offen. Das ist ja schon mal nice. Die lassen das Fenster auf. Sind die dumm?
Okay, so. Ersatzschlüssel ist irgendwo hier, sehr gut. Mitnehmen. Nun wird eingesackelt, was geht. Geld. Hier kann ich mich drin verstecken. Ah, guck mal hier. Glastasse, kostet ein Kilo? Aber ist neu, haben wir noch nicht. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Wichtig, dass wir rechtzeitig abhauen. Wir haben nämlich nicht viel Zeit. Also ihr seht da oben auch die Uhr am Laufen. Wann die Lombardis wieder zurückkommen. Vorher müssen wir natürlich hier wieder raus sein aus der Kiste. Kohle, Kohle, Kohle. Okay, alles mitnehmen, was geht. Eine Gitarre, die ist bestimmt wertvoll. Inventar ist voll. Okay, warte, 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 warte. Gegenstände. Dann, kann ich die wegwerfen? Scheiße. Fallen lassen, da. Ich nehme mal nur eins mit. Juhu. Die ist nämlich auch neu, das hatten wir noch nicht. Rote Vase ist auch neu, hatten wir auch noch nicht. Wir müssen mal langsam dringend mehr tragen können. Ah, noch ist zeitlich alles cool, alles cool. Okay. Kamera hatten wir auch noch nicht, aber Tasche ist voll, bringt nichts. Okay. Wir müssen Schloss knacken. So. So muss das, Leute. So muss das. Sagt er und dann geht's nicht weiter. Sehr gut. Alles klar. So, im Grunde, es wäre schön, jetzt noch mehr mitzunehmen. Aber, da unser Inventar voll ist, lohnt sich's nicht mehr. Also, hier ist dieser teure Drucker. Den nehmen wir gleich noch mit. Wir müssen nur erst die Toilettenkiste kaputt machen. Smartphone. Alter, das ist doch bestimmt richtig viel wert. Beute, was haben wir denn noch dabei? Was ist ein Kilo wert? Da, Wecker. 2 Kilo. Weg mit dem Wecker. Weg mit dem Wecker. Fallen lassen. Gib mir lieber das Smartphone. So, wir machen jetzt eben schnell die Toilette kaputt. So, okay, Aufgabe erledigt. Und jetzt nehmen wir den Fernseher mit. Ganz normal, den Drucker. Als wäre das unser ganz normaler Drucker. La 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 la. So, nichts wie weg hier. Noch passt das von der Routinezeit her? Alles cool? Oh, entdeckt. Du tust etwas Zwielichtiges. Was? Überhaupt nicht. Ich trage hier einen Drucker durch die Gegend. Das ist nicht zwielichtig. Das war knapp, doch. Oh oh. Oh oh. Wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg! Scheiße, 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 scheiße! Wo kann ich mich denn mal verstecken hier? Da! Das ist ein Mülleimer. Los, 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 rein, rein, rein! Das war knapp. Ich hoffe, der Drucker bleibt da liegen. Also, Drucker durch die Gegend tragen, einfach so in aller Öffentlichkeit, gilt als zwielichtig. Ich weiß zwar nicht, wieso. Ich fand jetzt nicht, dass das zwielichtig aussah. Wir hatten doch lediglich einen Drucker in der Hand. Und haben den durch die Gegend getragen. Oh, holy shit. Okay, ganz entspannt bleiben. Warten. Einfach abwarten. Die gehen auch wieder. Und dann müssen wir nur hoffen, dass der Drucker da noch rumliegt. Gut, jetzt ist einmal auf dem Boden geklötert. Mit Glück geht der noch. Also, der geht bestimmt noch. Da stand ja dran, das ist ein guter Drucker. Die haben auch Qualität. Die halten ein bisschen. Okay, fast vorbei, fast vorüber. Abwarten, würde ich sagen. Kurz abwarten, bis sie wieder weg sind. Okay. Ja, sieht gut aus. So, raus hier. Jetzt gehen wir mal munter zurück. Moin, du tust etwas Zwielichtiges, fand ich jetzt nicht. Also ganz ehrlich. Ich fand jetzt nicht, dass Drucker durch die Gegend transportieren zwielichtig ist. Ist es ein Hund? Oder eine Blume? Nein, es ist eine Blume. Wo ist unser Auto? Mir wäre so, als hätte ich das hier geparkt.
Nee, ach du meine Güte, ich bin ganz schön weit weggelaufen. So, ich weiß nicht, ich jogge jetzt, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob Joggen als etwas Zwielichtiges gilt, aber in dieser Welt ist, und Nachbarschaft ist alles möglich. Es sind sehr ordentliche Menschen hier. Gesittet, ruhig. Und auf den Adel lassen sie nichts kommen. So, mal schauen. Wo habe ich denn den Drucker hingeworfen? Da ist er. Also ich sehe jetzt hier gerade niemanden, der mich stört. Insofern Drucker mitnehmen. Los, 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 los. Los, 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 los. Noch ist alles cool. Wir hätten vielleicht echt nicht so weit wegparken sollen. Aber solange die Lombardis das nicht merken, ist eigentlich ja alles cool. So, schnell an die Karre ran. Schnell, schnell, schnell. Kofferraum zu und weg hier, würde ich mal sagen. Auf geht's. Tür zu. Gas geben. Ja, ich weiß jetzt immer noch nicht, warum wir eine Toilette kaputt gemacht haben. Aber egal. Mission erfolgreich, würde ich sagen. Auch so ein Klo muss mal vernichtet werden. So, nix wie weg hier. Erstmal zum Pfandhaus. Verfolgungsjagd. Du kannst von der Polizei... Ja, das ist mir schon aufgefallen, dass wir fliehen können. D. Vergiss nicht, die unvergebenen Fertigkeitspunkte im Skill-Tab einzusetzen. Wissen wir doch. Na, D ist ja nicht so geil, ne? Schon nah an F. Oh ja. Oh, Vinny. Ach du Scheiße. Ich glaube, er hat wieder Langeweile. For the next task, I need you to learn how to climb a lattice. Like a man-spider, you know? Mein Spider-Man? Okay. Ihre Toilette kaputt machen. Erledigt. Geschichte. Lerne Beweglichkeit Level 2. Stiehl Sachen, um dein Level zu erhöhen. Machen wir. Moin Igor, nabend. Ich hab dir hier was Feines mitgebracht. Was ganz Feines. Ein richtig niceen Drucker. Gut, man muss den mal wieder sauber machen und wahrscheinlich ist der Toner auch eingetrocknet, aber egal. Guck mal hier. Welcome back. Wilco Berg. Guck mal hier, du. Geil, oder? Ja. Oh, ja, ein paar Handys hier rumliegen. Gönn dir. Kohle kommt rein. Wahnsinn. Hier, die Gitarre bringt auch richtig was. Rote Vase nicht so viel, aber das Smartphone Noke bringt auch nochmal ein bisschen Kohle. Das war richtig gut. Das war richtig gut. Okay, Kofferraum zu. In die Karre rein. So, anschmeißen das Ding. Und erstmal nach Hause, würde ich sagen. Er packt auch immer den logisch nächsten Schritt nach oben. Das verwirrt mich manchmal ein bisschen. So, wir müssen Beweglichkeit irgendwie lernen. Also wir müssen klettern können. Beweglichkeitsstufe 1, Beweglichkeitsstufe 2, Ranken hochklettern. Okay, wir fangen damit tatsächlich an. Mehr Gegenstände vor Ort begutachten. Ja, fangen wir erstmal mit Beweglichkeit 1 an. Ziegel werfen. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber nett ist es. Wir brauchen Level 6, um da weiterzumachen. Lernen. Gut. Also müssen wir jetzt tatsächlich erstmal ein bisschen frei arbeiten. Vorher wird das nix. Nun gucken wir doch mal. Gibt's irgendwelche Aufgaben? Rand a Thug. So. Das Gemälde Kuss stehlen oder zerstören. In der 112 die Watson und bei 110 die Bakers. Gemälde stehlen oder zerstören. Ja, eins nach dem anderen, ne? Fangen wir erstmal bei den Watsons an. Gemälde stehlen oder zerstören? Job angenommen. Gemälde stehlen oder zerstören? Den Watsons. So, kann ich irgendwo diesen Quest auswählen? Spiel? Lips? Notizen? Die Watsons. Jobs. Den hier. Nee, Fenster kaputt machen. Hä? Nochmal wieder dahin. Rand a Thug. Auch akzeptieren. Nee. Ich will jetzt erstmal nur den einen. Gemälde stehlen oder zerstören. Die Bakers. Wie wähle ich das denn aus, was ich mache? Ja, Hahn, ist doch gut. Wir hören das ja. Ach, man kann da einen Stern dran machen. Die Bakers. Ah, und dann kann ich hier sagen, Sternchen dran.
Ah, okay. Gemälde stehlen oder zerstören. Jetzt verstehe ich, wie das funktioniert. Alles klar. So, ihr Lieben, ihr habt den Horn mal wieder kriegen gehört. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle erneut einen kleinen gemütlichen Break, wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat. Lasst mir den Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.